Was geht ab? Fati wieder am Start. Willkommen zum neuesten Unboxing-Video. Ah, Riba, Freunde Sonne. Heute habe ich das Album von meinen Brüdern Bones MC und Raf Camora, Palme aus Plastik 2, in der limitierten Deluxe-Box. Ja, ja. Hallo. Ich habe jetzt einen Mofa-Führerschein. Hallo erstmal. Der Dicke hat also den Führerschein bestanden. Glückwunsch. Ich bin übrigens der Michael und sage etwas zu dem Video. Der Fettsack hat mich ohne Bezahlung eingestellt, da er zu dick ist, um zu reden. Hey, das war gemein. Also fangen wir an. Der Fettsack fährt gerade einen tollen Weg in seinem Dorf, mit seinem überlasteten Mofa. Er musste die Kamera hinters Visier klemmen, da sie sonst wegrutscht. Außerdem ist dem übergewichtigen Walross erst später aufgefallen, dass die GoPro auch seine Stimme aufnehmen kann. Also heute erstmal ohne richtige Stimme. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zugucken. Ich spiele jetzt ein bisschen Musik, da es viel zu langweilig ist, dem Dicken auf dem motorisierten Fahrrad zuzugucken. Tschüss. Jemand? Hallo. Also, hier bin der Olaf. Das ist meine wunderschöne Herkules Prima 5. Aha. Und da vorne kommt ein Auto, scheiße die Wand an. Also, ich mache gerade so einen Fettsack-Vlog. Naja, ist halt geil. Er braucht bitte schön Hauptstraßen, wenn man auf Feldweg fahren kann. Ei, ei, ei.
Okne, jetzt hat der Fettsack mich wieder eingestellt. Fuck. Naja. Ich darf also jetzt das Video kommentieren. Naja. Fuck. Der fette Arsch fährt jetzt das erste Mal in diesem Video an eine Kreuzung heran. Das Schild bedeutet Vorfahrt gewähren. Wusstet ihr, dass dieses dicke Warzenschwein auf dem Mofa schon 15 Jahre alt ist? Also ich nicht. Ich wusste nur, dass sein Passwort, das 15 Zahlen hat, sein Gewicht ist. Ich kann euch sogar noch etwas erzählen. Immer wenn ihr sich auf seinen Mofa draufsetzt, quietscht es und bricht fast zusammen. Wieso erzähle ich das eigentlich? Ich werde gar nicht bezahlt. Er gibt mir lediglich einen kleinen Ball zum Spielen. Was eine Scheiße. Dafür kann ich euch sagen, dass eine Waage auch schon kaputt ist und er sich jeden Abend eine Hängematte voll Kuchen bestellt. Leider wird es nur in Dosen geliefert. Außerdem, wenn er Sport machen geht, geht er immer zu McDonald's und holt sich zweimal das ganze Menü. Also das nenne ich mal fett. So war's von übermenschlich fett. Zu fett. Wisst ihr eigentlich, dass er gerade so durch die Tür passt? Ich musste ihn mit meinem Gehstock durchdrücken. Wenn das nicht mal ein Fall für RTL ist, dann weiß ich auch nicht. Ich musste ihm sogar schon mal seinen fetten Arsch abwischen, weil er wegen seinen Lattenarmen nicht drankam. Er betrügt sogar beim Kartenspielen. Fragt Dobi. Bestimmt sitzt er gerade in seinem eigenen Fett und begutachtet seine guten Taten, also eine leere Wand. Der fette Arsch hat sogar von seiner Lieblingsband Big Time Rush ein Plakat hängen, das er jeden Tag küsst. Die unkastrierte Fettsau hat immer einen vollen Mülleimer, worin leere Dönertüten liegen. Seine Unterhosen haben aber die schlimmste Arbeit. Sie müssen ihn jeden verdammten Tag aushalten und sein Gewicht ertragen. Sein PC stürzt außerdem jedes Mal ab, wenn er ihn hochfährt, da er sich immer auf ihn setzt und hofft, dass mal ein toller Rechner aus ihm wird. Wisst ihr was? Ich sollte eigentlich hier nur einen Dokumentarfilm für ihn übersetzen, aber ich mache mich lieber über ihn lustig, da er sich auf mein Haustier draufgesetzt hat und es starb. Er hat mir sogar benutzte Straßenmalkreide zum 50. Geburtstag geschenkt. Und ich bin schon 67 Jahre alt. Die dicke Tonne hatte sogar schon mal ein Haustier, was er aus Versehen kastriert hat. Danach wollte es nichts mehr mit ihm zu tun haben. Danke
Dankeschön fürs Zuschauen.